Assassin's Creed Odyssey und Origins haben geflunkert. Waren vielleicht sogar eine Lüge? Warum? Das klären wir jetzt. Liebe Leute, mein Name ist Fragnard, bei mir gibt's alles rund um Assassin's Creed, also bleibt mega gern mit dem Abo mit dabei, wenn ihr da Bock drauf habt. Ja, und heute, da geht's um, wie gesagt, folgendes Thema: Assassin's Creed Origins und Odyssey und sogar Syndicate, vielleicht sogar Valhalla, haben ein bisschen geflunkert, ein bisschen was anders gemacht, als sie es eigentlich sollten. Fangen wir vorne an bei Assassin's Creed Syndicate. In diesem Spiel spielen wir Evie oder Jacob und tatsächlich sollte Evie anfangs geplanterweise mehr Screentime haben, also länger spielbar sein. Ubisoft hat sich tatsächlich dagegen entschlossen, aus folgendem Grund. Sie sagen, weibliche Charaktere, die verkaufen sich nicht so gut wie männliche Charaktere. Was ich davon halte, dazu später mehr. Dann ging es aber weiter mit Assassin's Creed Origins. Der ursprüngliche Plan von AC Origins war wohl folgender. Wir spielen als Bayek von Siva Magi und irgendwann werden wir getötet. Bayek wird getötet. Ähnlich wie, weiß ich nicht, in anderen Spielen. Und dann sollten wir weiterspielen als Aya. Das wurde dann aber tatsächlich verworfen. Das war der ursprüngliche Pitch und auch hier wieder der Call, weibliche Charaktere, die verkaufen Spiele nicht so gut. Wir müssen als Bayek spielen. Ich muss ganz ehrlich sagen, Aya hatte schon einen sehr starken Charakter. Ich habe aber nicht connecten können mit ihr an vielen Stellen. Wahrscheinlich, weil einfach so wenig Screentime da war. Es gibt Leute, die diesen Charakter nicht lieben und ich glaube auch mit Grund. Es ist nämlich eine Frau, die tatsächlich für eine gewisse Bestimmtheit, Reflexion und so weiter steht, hat sehr viele positive Attribute mit an Bord. Ja, das war der eigentliche Plan von Assassin's Creed Origins. Es sollte natürlich anders kommen. Chemu starb. Gut, das war vielleicht auch Teil des Pitches am Anfang. Ein Pitch ist übrigens so, so ein Antrag oder eine Vorstellung von einer Idee, auch unternehmensintern kann das Ganze passieren. Und dann hat Bayek eben durchgezogen, bis am Ende dann eben die Bruderschaft mit dabei war. Scheinbar war das eigentlich der Plan, das Amunett sein zu lassen. Und das wäre ja auch logisch gewesen, denn seien wir mal ehrlich, in AC 2, wer stand da? Da stand nicht der Bayek, sondern da war die Statue der Amunett. Also Aya, macht eigentlich mehr Sinn, auch sie zu nehmen. War viel logischer und tatsächlich wurde es einfach nur aus Marketinggründen dann offenbar verändert. Selbiges gilt auch für Assassin's Creed Odyssey. In Assassin's Creed Odyssey war auch der ursprüngliche Pitch, Cassandra ist Hauptprotagonistin. Auch das wurde abgeschmettert. Und an der Stelle muss man einfach sagen, Ubisoft hat natürlich recht. Mehr Leute haben Alexios genommen, als Menschen Cassandra gewählt haben. Ich persönlich fand Cassandra viel passender. Man hat einfach gemerkt, dieses Spiel war für Cassandra geschrieben und sie ist die Protagonistin, Alexios bzw. Deimos, der Antagonist. Das passte einfach gut. Und Alexios als Protagonist und Cassandra als Antagonist irgendwie nicht so, muss ich sagen. Das habe ich einfach nicht gefühlt. Nicht umsonst ist Cassandra auf dem Cover des Odyssey-Buches drauf. Nicht umsonst passt es einfach. Alter. Jetzt geht mein automatischer Sprachassistent wieder mal an, weil ich folgenden Namen sage, Alexios. Okay, jetzt gibt's hier Ruhe. Naja, selbiges gilt natürlich auch wieder für Assassin's Creed Valhalla. In Valhalla auch wieder der Call, erstmal den männlichen Eivor vorzustellen und dann erst den weiblichen, weil sich besser verkauft. Ist das verwerflich? Meiner Meinung nach nicht, denn es ist ein wirtschaftlich orientiertes Unternehmen, was eben Produkte verkauft. Und wenn die Mehrheit sagt, zum Zeitpunkt heute möchte ich das spielen, und zwar männlich, dann finde ich das in Ordnung, weil es ist ein wirtschaftliches Unternehmen. Man muss aber auch sagen, es gibt auch andere Ziele als nur das Wirtschaftliche. Und zwar zum Beispiel ethische Aspekte oder politische Aspekte. Ubisoft macht gerne mal Politik mit ihren Spielen und an der Stelle ist es dann einfach natürlich ein Statement, eine starke Frau in den Vordergrund zu stellen und zu sagen, so und wir stehen dazu und wir stehen dahinter. Das ist politisch machbar. Wirtschaftlich, rein wirtschaftlich, kurzfristig gesehen, kann ich das nachvollziehen. Langfristig kann ich es natürlich nicht absehen. Das wird man in Jahren sehen, wo diese Entscheidungen eben hinführen. Momentan muss ich einfach nur sagen, ich finde es schade, diesen Wischwasch, diesen Mischmasch irgendwie ganz oder gar nicht, meiner Meinung nach. Entweder ich habe eine männliche Rolle oder eine weibliche Rolle. So, ich weiß nicht, irgendwas dazwischen, das fühlt sich also übergangsmäßig an. So als hätte man sich nicht entscheiden können oder wollen. So als würde man diese Entscheidung halt abgeben an die Spieler und sagen, hey, jetzt macht was draus. Und darauf sind diese Spiele eigentlich nicht konzipiert. Das Animus-Konzept an sich ist darauf nicht konzipiert, sondern eben auf eine feste Rolle. In Spielen wie Skyrim oder so, wo du deine Geschichte komplett selber schreibst, ist es was anderes. Aber hier ist es ja eigentlich nur die Geschlechterwahl, die du selbst schreibst. Ich muss sagen, ich war ja schon beim Odyssey Reveal so auf der Seite, nee Leute, macht eins und das richtig. Ubisofts neue Politik ist halt eben komplett auswählbar. Das finde ich einerseits natürlich interessant, vor allem man holt halt jeden ins Boot, jeder kann sich entscheiden, jeder hat die Möglichkeit
sich zu entscheiden. Andererseits, ich weiß es nicht. Wenn ich ein gutes Buch lese, dann ist das halt auch ein fixer Charakter. Klar, ein Buch hat natürlich nicht die Möglichkeiten wie ein PC-Spiel. Das sind völlig unterschiedliche Medien. Aber irgendwie, ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Finde ich nicht so gut und finde ich auch schade, dass da tatsächlich so entgegen der Pitches gehandelt wurde. Ich meine, einfach Aya fortzuführen als Charakter, das hätte super spannend werden können und wir hätten uns erst an Bayek gewöhnt und ihn kennengelernt und er hat ja auch nicht die allerspannendsten Charakterattribute, was ihn allerdings auch wieder sehr nahbar macht, wie ich finde. Deswegen ist auch Bayek einer meiner liebsten Assassinen. Und dann auf einmal Aya. So, und jetzt geht's weiter. Dann hätte sie gesagt, Aya, dann spielen wir mal so weiter als Amunet. Hätte ich sehr spannend gefunden. Werden wir aber nie erfahren, wie das gewesen wäre. Genauso hätten wir nie erfahren, wie es gewesen wäre, wenn Evie Fry mehr Screentime hätte oder wenn Alexios nicht in diesem Spiel gewesen wäre. Das ist natürlich eine reine Fiktion. Ja, ich bin gespannt, was denkt ihr davon? Es ist jetzt auf jeden Fall ans Licht gekommen, dass das ursprünglich geplant war. Weiß ich nicht, ob man da jetzt irgendwie haten muss oder so, finde ich auch unnötig. Ich persönlich habe die Spiele sehr, sehr gerne gespielt und sie sind immer noch mit meinen Lieblingsspiele, vor allem Origins, Odyssey, absolut bombastische Games und ich freue mich so auf Valhalla. Aber das ist ein kleines Detail, mal so ein bisschen hinter den Kulissen recherchiert. Auch ist ja noch vieles an weiteren Vorwürfen derzeit im Raum, bin ich mal spannend, ob sich das irgendwie klären oder bessern lässt, vor allem da langfristig. Wäre das ja spannend. Das war soweit von der Dönermann 13 Front. Ich würde mich freuen, wenn ihr auf twitch.tv/fragnart mal reinschaut. Da machen wir derzeit den Assassin's Creed Marathon. Das ist das Format, in dem wir alle alten Assassin's Creeds von 1 bis Odyssey durchspielen und dann nahtlos hoffentlich in Valhalla übergehen. Derzeit sind wir bei Unity. Würde mich freuen, euch zu sehen. Bis später, euer Peter. Und natürlich gerne die Glocke aktivieren. Ciao, Leute. Liebe Leute, mein Name ist Fragnart und ich wünsche euch den besten Tag aller Zeiten. Liebe Leute, mein Name ist Fragnart. Bis später, euer Peter. Und natürlich gerne die Glocke aktivieren. Aktivieren. Und natürlich gerne die Glocke aktivieren. Aktivieren. Und natürlich gerne die Glocke aktivieren. Aktivieren. Und meinen Zweitkanal könnt ihr auch gerne abonnieren. Gerne abonnieren.